Grüezi, herzlich willkommen zur Svi-Arena. Lesen Sie noch Zeitung auf Papier? Bezahlen Sie für Journalismus? Das tun immer weniger. Information ist heute gratis, auch gute. Wir sprechen heute über Medien. Und das tun wir mit zwei Gästen, über die ich mich sehr freue. Ich begrüße Christa Markwalder. Sie ist Nationalrätin der Freisinnigen, eine überzeugte Liberale, wie sie sagt. Frau Markwalder. Was ist für Sie eine gute Journalistin? Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Eine gute Journalistin ist für mich eine Person, die Neugierig ist, die Fakten aufspüren will, die bereit ist, auch ihren persönlichen Blickwinkel in den Hintergrund zu stellen, die bereit ist, sich durch ganz, ganz viel Texte zu achern, Botschaften des Bundesrats zu lesen, Medienmitteilungen des Parlaments zu lesen. Leute anzurufen, mit ihnen zu sprechen und dann ein gutes Fabrikat herzustellen? Fast eine Parlamentarierin in dem Fall. Ich meine, wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen sehr viel lesen, das ist so. Wir achern uns eben auch durch viele Dokumente hindurch. Und es ist oft frappant zu sehen, wie groß die Unterschiede sind bei Leuten, die wirklich auch bereit sind, Zeit zu investieren in die Lektüre. Und bei Leuten, die, man merkt, sich eher auf Twitter bewegen und auf der Suche nach einem schnellen Shot, nach einer schnellen Story, die rasch Klicks bringt, dann eben ein Textchen fabrizieren. Danke, Frau Markwalder. Auf der anderen Seite steht John Pult. Er ist Vizepräsident der Sozialdemokraten im Nationalrat, Präsident der Verkehrskommission, die auch für die Medien zuständig ist. Grüezi, Herr Pult. Guten Tag. Was ist für Sie ein guter Journalist? Ein guter Journalist oder eine gute Journalistin muss mehr an Fakten als an der eigenen These interessiert sein. Also Neugier, da bin ich absolut einverstanden mit Frau Markwalder. Es muss auch eine Person sein, die einen Beitrag leisten würde, eigentlich zur Aufklärung, zur Information der Bevölkerung. Also irgendwie ein minimales, auch staatspolitisches Grundverständnis haben. Und, das scheint mir sehr wichtig, eine gute Journalistin oder ein guter Journalist sollte auch umso kritischer sein, je mächtiger die Person oder Institution ist, die sie oder er beleuchtet. Also kritisch sein scheint mir sehr wichtig. Dann eben, dass man aber danach wirklich an Fakten orientiert ist und deshalb auch fair ist, also die journalistische Ethik, die journalistischen Normen und Prinzipien auch immer einhält. Ein fairer Wachhund. Genau. Und was denken Sie? Diskutieren Sie mit. Der Chat ist eröffnet. Ihre Fragen erreichen mich hier im Studio und ich werde sie unseren Gästen später stellen. Ja, Fragen stellen, Sachen auf den Grund gehen, das ist Journalismus. Es ist mein Beruf, ein Traumberuf, aber unser Ruf war auch schon besser. Das Vertrauen in unsere Arbeit rennt dahin. Das ist eine Seite der Krise. Die andere Seite ist, Journalismus ist kein Geschäft mehr. Die Einnahmen durch Inserate brechen weg. Abonnentinnen schwinden, Zeitungen sterben. Doch Demokratie braucht die vierte Gewalt. Darin sind sich fast alle einig. Sie braucht das wachende Auge des Journalismus und die Vielfalt seiner Stimmen. Fake News sind Gift, gerade in einer Demokratie wie der Schweiz, die ihre Bürgerinnen viermal pro Jahr an die Urne ruft. Gute Entscheide brauchen gut informierte Bürger. Also verlässliche Information. Das sagt der Bundesrat. Er unterstützt das Mediengesetz, welches das Parlament, ihr beide, mit äh, ausgearbeitet haben. Doch dagegen gab es ein Referendum. Darum stimmen wir ab. Soll der Staat den Medien Geld geben, weil es im Interesse von allen ist, dass unsere Medien funktionieren? Oder schafft sich die Regierung damit Staatsmedien? Macht Sie sich den Wach und Handsam, der Sie eigentlich kontrollieren soll? Frau Markwalder, Sie sind Außenpolitiker, Sie sind in vielen Ländern gewesen, auch solchen, die Ihre Medien ko kontrollieren durch die Regierung. Befürchten Sie im Ernst, dass es in der Schweiz dereinst so weit kommen kann, dass der Staat den Medien sagt, was sie zu schreiben haben? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Unabhängigkeit der Medien ein sehr hohes Gut ist, und wie Sie sagen, gerade in einer direkten Demokratie spielen sie eine zentrale Rolle zur Information, zur Meinungsbildung, zur Beleuchtung von Hintergründen. Und deshalb ist die Unabhängigkeit der Medien wirklich auch zu wahren. Die Frage, ob wenn man einen Paradigmenwechsel vornimmt von der bisher bekannten indirekten Presseförderung, das heißt Subventionierung der Zustellung von Zeitungen zur sogenannten direkten Presseförderung, also dass der Staat direkt Medienportale subventioniert, die stellt sich ganz gewiss, ob diese Berichterstattung dann in gleichem objektiven Maße von Staaten geht, wie wenn der Staat nur eben die Zustellung wie bis anhin fördert. Und ich sage nicht, dass wir mit diesem Gesetz jetzt absolut abhängige Staatsmedien schaffen würden, wie wir sie aus Diktaturen kennen, wie wir sie aus Russland kennen, die sowieso quasi Sprachrohre der Regierung sind. Das befürchte ich dahingehend nicht, aber ich glaube, es ist ein erster Schritt in eine Abhängigkeit, die einfach ungesund ist. Weil wir wissen auch, selbst wenn wir jetzt betonen, dieses Medienpaket ist zeitlich befristet und auf sieben Jahre beschränkt. Wir wissen alle, wie das läuft mit Subventionen. Hängt man einmal an der Infusion des Staatstropfs, dann kommt man nicht so einfach wieder davon weg. Und was wir möchten ist. Eine gesunde Medienlandschaft, eine vielfältige Medienlandschaft. Es trifft zu, es gab eine Medienkonzentration in den letzten Jahren. Aber nicht zu vergessen ist auch, dass sehr viele neue Medienportale mit innovativen Geschäftsmodellen auch Klärungsfrage. entstanden sind. Klärungsfrage. Sie ja? sprechen von guten Subventionen und schlechten Subventionen. Das überrascht mich. Ich dachte, für eine Liberale sind eher alle Subventionen nicht unbedingt gut. Nein, ich, ich sage, es ist schwierig von diesen Subventionen, wenn sie dann. Direkt in die Presseförderung fließen, wieder je wegzukommen. Weil da bin ich jetzt wirklich zu lange in der Politik, dass es mir bekannt ist, dass selbst wenn man Subventionen befristet und quasi einfach mit dem Strukturwandel argumentiert, und dann könnten also mhm. viele Branchen kommen und sagen, auch wir sind in einem Strukturwandel, die sich anpassen müssen. Wir rufen jetzt nach der helfenden Hand des Staates, anstatt sich auch Gedanken zu machen, und das haben ja sehr viele ihre Hausaufgaben gemacht, und finanzieren sich nicht, bloß über Zeitungen, die halt unter einbrechenden Inseraten leiden, sondern finanzieren sich halt durch gemischte Medienangebote, gemischte Medienkonzerne und stellen damit auch die Medienvielfalt nach wie vor äh, im Lande sicher. Eine Frage an Sie, Herr Pult. Gerade jetzt, auch dank Corona, ist der politische Dialog extrem lebendig überall. Also es gibt äh, Meinungen, die finden auch ohne Druckerschwärze ihren Weg an die Öffentlichkeit und das Medienpaket subventioniert ja stark auch Zeitungen. Wie geht das für Sie auf? Ja, wissen Sie, Meinungen kommen in der heutigen Welt mit dem Internet, mit den großen auch Internetplattformen problemlos zu Mann und Frau, haben große Reichweiten. Was aber verloren gehen kann und auch immer stärker verloren geht, ist Journalismus. Journalismus es sind nicht einfach Meinungen, sondern sind, wie wir am Anfang beide festgestellt haben, sind eben eine Arbeit, die eben auch hinterfragt, die versucht Fakten auszuarbeiten, die versucht Zusammenhänge aufzuzeigen, die ein bisschen auch den Menschen erklärt, was passiert. Das sind nicht einfach Meinungsäußerungen. Und das, da ist das große Problem. Früher, also im 20. Jahrhundert im Wesentlichen, konnte dieser Journalismus bei den Zeitungen überall auf der Welt, aber gerade auch in der Schweiz, finanziert werden. Zum einen Teil über Abonnementeinnahme und zum größeren Teil über Werbung. Und dieser zweite Teil, der wird nicht funktionieren im 21. Jahrhundert. Schon heute funktioniert es fast nicht mehr, weil immer größere Anteile der Werbe, des Werbekuchens gibt an die großen. Internetgiganten Google, Facebook, also fließen nach Kalifornien und nicht mehr in die Schweizer Verlage. Und deshalb funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Und es ist genau deshalb notwendig, das geschieht übrigens nicht nur in der Schweiz, dass man mindestens Teile der Journalismusfinanzierung anders regelt. Und das Medienpaket macht genau das. Mit einem austarierten, ich finde auch klugen System sorgt man dafür, dass die heutige Medienlandschaft und möglicherweise auch eine künftige Medienlandschaft ein Finanzierungsstand bei Zusätzlich hat und das ist die öffentliche Finanzierung. Und aus meiner Sicht, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, ist das eine Stärkung der Unabhängigkeit der Medien, nicht eine Schwächung. Warum? Weil heute die größte Abhängigkeitsgefahr der Medien ist die Abhängigkeit von einzelnen politisch motivierten äh, Mäzenen, könnte man sagen, also Leute mit einer politischen Agenda, die sich Zeitungen kaufen. Das geschieht übrigens auch in der Schweiz, wenn ich an all die Gratismedien von Herrn Blocher denke. Und das zweite ist die Abhängigkeit der Medien von einzelnen noch verbleibenden großen Inserenten. Ich mache ein Beispiel, beispielsweise Coop und Migro sind die zwei größten Inserenten dieses Landes. Wenn die nicht mehr inserieren, sterben ganz viele Zeitungen sofort. Das heißt, sie haben eine große große Macht auf diese Zeitung und wenn eine Teilfinanzierung der verbleibenden Zeitungen und der auch Onlineportale eben sich auch finanzieren kann zu einem Teil auch mit öffentlichen Mitteln, ist das in der Wirkung eine Diversifizierung der Finanzierung und deshalb eine Stärkung der Unabhängigkeit der Redaktionen. Danke dafür. Sie haben es bereits erwähnt: Es ist ein Paket. Darin sind verschiedene Elemente enthalten. Äh, es vereint verschiedene Maßnahmen und äh, um die journalistischen Produkte zu stützen eigentlich. Einige davon existieren schon. Die Pressevertriebsförderung, andere sind neu. Wir zeigen nun, worum es geht. Wir haben einen Beitrag vorbereitet. Der das Ganze kurz zeigt. Und so sieht das Gesetz aus. Zusätzliche Hilfe bekämen abonnierte Zeitungen und Zeitschriften für die Zustellung. Mehr unterstützt würden auch lokale Radios und lokale TV-Stationen. Neu würden auch abonnierte Online-Medien gefördert. Kosten bisher 136 Millionen Franken pro Jahr. Neu würde es maximal 287 Millionen jährlich geben. Die Unterstützung gilt für sieben Jahre. Schweizer Medien sind finanziell unter Druck. Konkret, im Jahr 2007 betrug der Werbeumsatz der Schweizer Zeitungen noch rund 1,8 Milliarden Franken. Seither sank der Umsatz stetig. Im Jahr 2020 betrug er noch rund 430 Millionen. Das Werbegeld floss zu US-Giganten wie Google oder Facebook. Das hat dazu geführt, dass seit 2003 rund 70 Zeitungen verschwunden sind. Nur vergleichsweise wenige Titel kamen seither hinzu. Bei den Kriterien im vorliegenden Gesetz, wer Geld erhält und wer nicht, geht es nicht um konkrete Inhalte. Zu den Bedingungen gehört aber etwa, dass Medien über eine breite Palette von Themen berichten. Oder der redaktionelle Teil von Werbung getrennt wird. Ja, Frau Warkwalder, das sieht nach einer sauberen Lösung aus. Die Medienlandschaft befindet sich in einem Umbruch, aber das rechtfertigt nicht, dass noch einmal so viele zusätzliche Subventionen und eben schon gar nicht eine direkte Presseförderung mit diesem Medienpaket äh, eingerichtet werden soll. Wenn Herr Pult beklagt, dass Mäzene sich Zeitungen kaufen, das ist tatsächlich ein Phänomen, ist auch nicht verboten. Wir kennen auch die Mitgliederpresse, wir kennen die, die Presse, die ganz klar auch ihre politische Ausrichtung hat, die hat übrigens auch ziemlich Erfolg bei ihren Anhängen, die sind dann quasi in ihren Zeitungsbubbles und nicht in ihren virtuellen echo -Kamen. Aber auch sie werden dann mit unseren Steuergeldern subventioniert. Und da frage ich mich schon, ich möchte eigentlich, dass das Presse- und Medienangebot auch kundenorientiert ist. Und dass die, eine Leistung erbracht wird, die eben den Leser, die Leserin fasziniert, so, dass man auch bereit ist, entsprechend etwas zu bezahlen. Und es ist tatsächlich so, dass die Informationsbeschaffung natürlich dank dem Internet, auch dank den vielen Angeboten, vielfältiger geworden ist. Journalistinnen und Journalisten sind nicht mehr Gatekeepers. Jeder von uns kann heutzutage dank Social Media Absenderinnen, Absender ihrer Botschaften und auch mit den Diskutanten im Netz äh, durchaus äh, eine lebendige Debatte führen, aber ich denke, dass wir das jetzt nicht mit diesem Medienpaket aufblähen sollten, weil wir vergessen, gerade auch bei diesen Zahlen, dass da noch viel viel mehr Förderung darin steckt, als jetzt da nur ausgewiesen ist. Ich denke dabei bei beispielsweise an die Förderung seitens Kantone und Gemeinden. Ich meine, der Kanton Graubünden hat legitimerweise ein Interesse daran, dass auch das rätoromanische gefördert wird, dass diese Sprachgemeinschaft auch äh, Informationsportale und Zeitungen zum lesen hat. Ich denke an die vergünstigte Mehrwertsteuer, von der spricht hier niemand, also von daher profitiert eigentlich die heutige Medienlandschaft schon sehr stark. Und was nicht zu vergessen ist, ist, dass nach diesen großen Umwälzungen durch die Digitalisierung und durch das Internet sind die Medienkonzerne heute sehr profitabel. Also man steht nicht einfach da und muss sagen, es gibt eine verdorrte Medienlandschaft, sondern die sind schon durch eine Struktur. Also ja, das ist ja ein Punkt, der immer wieder kommt in dieser Debatte. Sie sind profitabel, es sind Millionäre. Ja. Äh, und und wir sind, sind so ganz weniger profitabel. Die wir müssen einfach bei den Fakten bleiben. Es gibt in der Schweiz etwa drei Medienhäuser, die wirklich profitabel und groß sind. Das ist da auch schon so, weil es schon eine massive Konzentration gegeben hat. Realität 2 ist, sie sind nicht profitabel wegen ihren journalistischen Angeboten. Also beispielsweise TX Group, der größte Medienkonzern der Schweiz, ist nicht profitabel dank des Tagesanzeigers, sondern dank seinen Werbeplattformen. Und das ist ja genau das Problem, weil immer weniger Geld zur Verfügung steht, auch Konzern intern um Journalismus zu finanzieren. Aber was dabei völlig vergessen geht, sind alle kleineren Medienhäuser. Und um genau die geht's. Die kleinen Nein. Medienhäuser kämpfen um überleben in der Schweiz. Da geht es um lokale und regionale und kantonale Demokratie, nicht nur auf rätoromanisch, auch das, aber auch in deutscher Sprache. Es wird ganz schwierig, in einem dünn besiedelten Gebiet, wie ich sage jetzt mal, Deutschbünden, überhaupt noch Zeitungen zu haben, die dann noch berichten, was es an der Gemeindeversammlung diskutiert wurde, was im Tal passiert, wenn wir da nicht dafür sorgen, dass sie eine Unterstützung kriegen und wenn das mal wegfällt, ist es einfach weg und das ist eine extreme Schwächung der Demokratie. Ein Punkt ist mir noch wichtig. Christa Markwalder hat zu Recht gesagt, es geht darum, dass man kundenorientiert ist als Medium. Genau das stärkt dieses Medienpaket. Es verteilt eben nicht einfach Geld, sondern es verteilt denjenigen Geld, die es schaffen, von ihren Kundinnen und Kunden, also ihren Leserinnen und Lesern, auch schon Geld zu bekommen. Wir haben eine Grafik dazu. Genau. Das ist wichtig. Es ist voll kunden- und marktorientiert. Man bekommt nur dann Geld, wenn man es schafft, auch wirklich Leserinnen und Leser zu haben, die bereit sind, ihrerseits auch Geld auszugeben für dieses Medienprodukt. Das ist das Brillante. Es stärkt eben die Bindung zwischen Leserinnen und den Zeitungsmacherinnen und Machen in diesem ganzen Paket. Und deshalb, glaube ich, ist es eine gute Sache für unser Land und unsere Demokratie. Wir haben eine Grafik dazu. Sie zeigt, wie die kleineren Verlage profitieren. Und. Ähm wenn wir diese Grafik einspielen könnten, haben wir hier ähm, die, die Anteile an Subventionen oder, oder Fördergeldern, die an die Verlage geht. Wir haben die großen Verlage hier, Ring jetzt, ja, Media da Media, zusammen 21 Prozent. Und was Sie vorher gesagt haben, Lokalzeitungen 29 Prozent. Man muss aber sagen, das sind die Angaben des Backums, des Bundes. Die Initianten des Referendums stellen das anders dar. Sie glauben, dass die Förderungen längerfristig zu 70 Prozent an die Großen gehen und haben das auch so ähm, beschrieben. Schauen wir doch mal im Detail, wie das Medienpaket sich zusammensetzt. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, das ist der Beitrag an die Pressezustellung. 30 Millionen Franken zu den zusätzlichen, was wir jetzt schon haben, und dann noch 40 Millionen Franken dazu für die Früh- und... Sonntagszustellung, davon profitieren würden 150 Blätter und wie Sie sagen, Herr Bohl, das sind wirklich auch Regionalblätter und trotzdem, es ist eine Subvention der Druckerschwärze. Es ist auch eine Subvention der Druckerschwärze, aber wir müssen feststellen, heute gibt es noch ganz viele Menschen, weniger als vor zehn Jahren, aber immer noch ganz viele, die ihre Informationen über eine Papierzeitung erhalten. Und solange Menschen bereit sind, über ein Abonnement solche Zeitungen zu kaufen und die sich nach Hause schicken zu lassen, ist es auch legitim, dass wir diese journalistischen Informationen auch unterstützen. Zusätzlich gibt es eben neu in diesem Paket eben eigentlich das gleiche System, die Unterstützung der Online-Förderung, die vom Prinzip her nächste, gleich ist. Auch da, nur wenn man Geld verdient mit dem medialen Produkt, erhält man etwas Unterstützung. Ein weiterer Bestandteil des Pakets ist äh, die Vereinspresse. Das ist auch Vertrieb, das äh, können wir auch zeigen in einer Grafik. Da gibt es 10 Millionen mehr für Vereinsblätter, dabei sind auch Parteiblätter. Äh, davon kann man sagen, sehr demokratisch, alle kriegen Geld, 900 Titel, Publikationen, größere und kleinere, äh, die davon profitieren. Äh, Medienprofessor Manuel Puppis sagt dazu, das ist eigentlich nicht wirklich demokratierelevant, aber es fördert das Vereinsleben. Ja, es fördert sicherlich das vereins und stiftungsleben und wir sehen aber auch dass sehr viele vereine sich eben auch selber mit zum beispiel lokalen anzeigen äh, über wasser halten und nicht davon profitieren. Also das sind eigentlich schon auch wieder die größeren vereine und organisationen. Die von, von diesen Geldern äh, von diesen Subventionen profitieren, aber das ist sicherlich etwas, das in der parlamentarischen Debatte noch den Weg hineingefunden hat. Aber ich würde dann gerne noch etwas zur Online-Presseförderung sagen. Wir so, kommen darauf. Die, die, die Online-Presseförderung ist so, das ist so der, die, die, das große Ding in diesem, in diesem ganzen Paket. Wir haben noch mehr. Äh, zunächst noch die journalistische Infrastruktur, die auch Gefördert werden soll. Da gibt es 23 Millionen Franken und das geht an die Agentur STA, journalistische Grundversorgung, kann man sagen. Es geht an die Ausbildung von Journalisten und es geht an den Presserat, der quasi die Qualität der Medien überwacht. Jetzt, Frau Markwalder, wenn es um Qualität äh, in der Wirtschaft geht, kann man ja nichts dagegen haben. Ja, sofern es dann wirksam ist. Also ich stelle natürlich auch ein bisschen die Institution des Presserats, wie er heute funktioniert, in Frage. Weil es lohnt sich so selten, wirklich mit Fake News zum Presserat zu gehen. Wenn man dann Monate später ein Resultat hätte, interessiert sich niemand mehr dafür. Und eigentlich alles ist schon kalter Kaffee und gegen falsche Berichterstattungen kann man sich in der Schweiz schlecht wehren. Also das hilft nicht wirklich für die ja, Aber Die, Qualität. die, die SDA ist eine andere Sache. Ja. Die SDA ist die Grundversorgung, aber auch dort gab es Restrukturierungen. Auch dort äh, haben wir wieder äh, ein profitables Geschäftsmodell. Also es ist nicht, nicht einfach so nach, nach schwierigen Zeiten, dass diese jetzt nur äh, vom Subventionstopf abhängig gemacht werden müssen. Und ich meine Ausbildung, klar, Ausbildung ist zentral und da ähm, stehen wir alle auch dahinter. Wir investieren jährlich immer höhere Millionen und Milliardenbeiträge in Bildung, Ausbildung, auch Forschung. Und ich denke, Ausbildung, da hat sicherlich niemand etwas dagegen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht das Zentrale von diesem Medienpaket, so. sondern das Zentrale von diesem Medienpaket ist eigentlich, dass wir eben äh, verschiedene Puzzleteile zusammenfügen um mit einem ganzen Päckli die Medienlandschaft, wie sie sich heute präsentiert, staatlich zu subventionieren. Wir den haben Struktur noch zwei Puzzleteile. Wandel, äh, auch, auch damit etwas zu bremsen. Und wir machen es uns etwas bequem, eben auch mit der Online-Förderung. Aber ich überlasse es. Ne, es, es, kommen jetzt noch, hin, es, es kommen noch, das noch zwei Puzzleteile. Auch. Wir sehen, es ist wirklich ein Paket, vieles drin. Das nächste Puzzleteil ist äh, Radio und TV, und zwar private Radio- und TV-Stationen. Die sollen äh, Gelder erhalten und das ist nicht mehr indirekt, sondern direkte Finanzierung und das kommt aus Gebührengeldern, also aus RAFE-Gebühren, was auch an die SRG geht. Es geht eigentlich weg von den SRG äh, zugunsten von den Privaten. Herr Pohl. Also einfach, mir ist es wichtig, dass es korrekt dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich verstehen, es ist nicht so, dass das etwas Neues ist. Heute gehen schon 81 Millionen aus den Gebühren, aus der Medienabgabe, die wir alle bezahlen zu diesen privaten Radio- und Fernsehstationen. Das Gesetz, das wir jetzt gemacht haben, sieht einfach vor, dass man diesen Anteil erhöhen kann auf maximal 8 Prozent, was in etwa 109 Millionen wäre. Also es sind 28 Millionen mehr in einem bereits bestehenden System. Also wir ändern da nichts paradigmatisch, sondern wir erhöhen potenziell die Beiträge, die diese privaten Radio- und Fernsehstationen erhalten. Warum machen wir das? Weil wir sehen, dass auch diese privaten Radio- und Fernsehstationen aufgrund eben des Wandels beim Werbemarkt, weil auch die massive Einbußen haben zum Teil und sie deshalb eine gewisse Kompensation in Zukunft vielleicht brauchen. Das ist noch nicht sicher, dass es 28 Millionen werden. Es könnten einfach maximal 28 Millionen genau. sein. Und dann kommt das letzte Puzzleteil, das umstrittenste und dann geht die Schlacht los. Die Förderung der Online-Medien, 30 Millionen Franken. Und da ist zu spezifizieren, es gibt kein Geld für Gratisportale. Also, es ist gebunden, Sie haben das schon erwähnt, an Abonnementsmodelle oder, oder Spenden sonstige oder Modelle. Tagespässe. Einfach Einnahmen aus der Leserschaft. Genau. Frau Markwalder. Ich finde das eben alles andere als brillant, was Jon Pult, äh, diese direkte Online-Förderung, äh, wie er das vorhin bezeichnet hat. Weil es gibt natürlich eine absolute Ungleichbehandlung von verschiedenen Online-Portalen. Ähm, ohne jetzt äh, Schleichwerbung machen zu wollen, aber ich bin zum Beispiel eine Watson-Leserin. Watson, ja. Watson bezahlt sich über Werbung und freiwillige Beiträge, wenn man... Artikel gelesen habe, kann man sagen, doch, ich finde das eine gute journalistische Leistung. Ich will da freiwillig auch etwas bezahlen. Und ich bin übrigens auch jemand, der gerne zum Beispiel unserer Lokalzeitung, Region, jedes Jahr eine Spende zukommen lässt, weil ich finde, sie machen einen guten Job. Ähm, obwohl sie nur einmal die Woche erscheinen, aber sie berichten über lokales Vereinsleben und vor, all, vor allem auch ein bisschen äh, über Politik. Aber eben, ähm, Watson kommt nicht in den Genuss von dieser Online-Förderung, weil sie sich werbefinanziert. Hingegen, wenn sich ein Portal neu gründet, beispielsweise Crowdfunding, und sagen wir sind werbefrei oder wir haben eben unsere Community. Diejenigen kommen dann in den Genuss. Also das heißt, die Politik präjudiziert mit, Further, mit diesem Fördermodell das Geschäftsmodell von Online-Portalen und sie können sich quasi danach ausrichten. Oder man kann sich jetzt, gemäß diesem Medienpaket, kann man sich an diesen Kriterien orientieren und sagen, okay, ich gründe jetzt ein Medien, Online-Medienportal. Damit ich in den Genuss dieser Subventionen komme, muss ich mich so und so und so verhalten. Und es ist eben nicht geschäftsmodellneutral, wie man sich das wünschen würde, indem eben auch solche, die am Werbemarkt beispielsweise ihre Einnahmen akquirieren, nicht belohnt werden, sondern nur solche, die eben ihr Crowdfunding machen oder die via Abonnenten funktionieren. Oder was interessant ist, die heutige indirekte Presseförderung, die ja Christa Markwalder mindestens als akzeptabel anschaut, das ist ja auch eine Idee der freisinnigen Gründerväter unseres Bundesstaates schon Mitte des 19. Jahrhunderts, die ist auch nicht geschäftsmodellneutral, weil man da eben die Vergünstigung der Postzustellung oder die Vergünstigung der Frühzustellung macht. Gratis Printzeitungen erhalten auch nichts. Schon heute nicht, in Zukunft nicht. Und man hat gesagt, wir wollen, weil ja vor allem auch die etwas jüngeren Menschen, Ihre Zeitungen, Ihre Informationen eben nicht mehr auf Papier lesen, sondern auf dem Tablet online hat man gesagt, es kann nicht sein, dass man, wir unterstützen die Informationsvermittlung auf Papier, aber nicht online. Also hat man dieses, diese Online-Förderung eingerichtet. Aber vom Prinzip her hat man sich genau an die indirekte Presseförderung gewandt, die ja sagt, wenn Leute etwas abonnieren, also Geld dafür ausgeben und sich das nach Hause schicken lassen, dann bekommt man noch etwas Förderung dafür, indem man die Zustellung vergünstigt. Und jetzt machen wir das gleiche online, wenn Menschen bereit sind, über ein Abo, Online-Abo oder einen Online-Tagespass oder eine Direktspende für einen Artikel Geld zu zahlen für ein journalistisches Produkt online, dann bekommt man noch eine Förderung dazu. Es ist also das gleiche Prinzip wie in der bewährten indirekten Presseförderung, die seit 1849 es gibt, einfach angewandt auf das 21. Jahrhundert. Und genau das scheint mir eben das Kluge, mindestens es einmal auszuprobieren, sieben Jahre lang, deshalb ist es befristet, eine Idee, wie man indirekte Presseförderung in der Zeit, wo es keine Presse mehr gibt, sondern die Menschen eben ihre Zeitungen, ihre Informationen online beziehen, eine Unterstützung des Journalismus auch für die Zukunft, und das scheint mir sehr, sehr wichtig. Ein Beispiel möchte ich Ihnen machen. Es gibt in meinem Kanton, in der Valposchiavo, eine italienische Online-Zeitung, die heißt Il Bernina. In der Poschiavo leben 4'500 Menschen, die hat 1'000 Abonnentinnen und Abonnenten, die schaffen es, eine gute Online-Zeitung zu machen, aber die kämpft jedes Jahr ums Überleben, weil es einfach mit 1'000 Abonnentinnen und Abonnenten ist es ganz schwierig. Die würden stark profitieren, weil sie sehr klein sind und noch eine Minderheitensprache sind. Und die könnte man in ihrer Existenz garantieren für die nächsten Jahre mit diesem Gesetz, was sehr wichtig wäre, gerade für die lokale Demokratie in einem Tal, das auch noch eine Minderheitensprache spricht. Aber könnte ich zum Beispiel mit einem Portal, das ich jetzt benenne, Schweizer Verschwörungen mhm. und das entsprechende Geschäftsmodell mit eben Abonnementen oder Bezahlmodellen, könnte ich eigentlich ein Geschäft machen und Subventionen verlangen? Es ist absolut richtig, dass es nicht von inhaltlichen Kriterien abhängig ist. Also wenn Sie ein Portal machen, das Sie Schweizer Verschwörung nennen, gehe ich mal davon aus, dass mir das inhaltlich nicht passen würde. Aber wenn Sie es schaffen, in einem... Innerhalb dieser Kriterien, die es dann gibt, formale Kriterien, Sie müssen ein Impressum haben, Sie müssen Werbung und, und redaktioneller Teil teilen, also so ähnlich wie das heute schon die Presseratsregeln für die normale Presse sind. Wenn Sie das einhalten und Sie es schaffen, Leserinnen und Leser zu akquirieren, dann könnten Sie etwas dafür erhalten. Das ist genau der Witz daran, dass wir eben die indirekte Presseförderung genauso wenig eben inhaltlich beeinflussen wie auch die neue Onlineförderung. Da gelten die genau gleichen Regeln. Und eine andere Frage, die ich dazu habe, wenn ich jetzt schaue, was für Medien das genau diese Geschäftsmodelle haben, dann sind das schon solche, die eigentlich ähm, schon bestehen, Republik, äh, Bajour eher links, äh, die Ostschweiz, Nebelspalter eher rechts, die würden auch profitieren davon, das sind solche mit solchen Modellen, das sind Modelle, die eigentlich Bubbles bewirtschaften, politische Bubbles aber beispielsweise die Engadiner Post und ich mache gerne ein Beispiel aus meinem Kanton logischerweise die ist jetzt in einem Prozess ihre Zeitung zu digitalisieren und sie verkaufen auch langsam immer mehr Abos als Online Zeitung die brauchen genau in dieser Zeit, das ist schwierig für sie, für so eine kleine Zeitung, eine kleine Realität, brauchen die Unterstützung und auch die Engadiner Post oder die Freiburger Nachrichten oder die Schaffhausener Nachrichten oder ein neues Portal, das sagt, wir geben jetzt eine Online Zeitung, nenne ich jetzt mal raus, die können eben solche Förderung erhalten, wenn sie zuerst den Tatbeweis erbringen, dass sie Menschen haben, die bereit sind für ihre Leistung etwas zu zahlen. Wir haben einen Beitrag vorbereitet, der kommt von SRF und er beschreibt uns genau, dass eben das Umstrittene an den, den Online-Portalen äh, auch deshalb umstritten ist, weil die Förderung zwar da ist, aber einige wollen sie gar nicht. Äh, warum das so ist, zeigt der folgende Beitrag. Zwei Online-Redaktionen, zwei Meinungen. Auf der einen Seite Simon Jakobi, Chefredaktor von Züri.ch, einem Online-Magazin der Stadt Zürich. Er ist für die Förderung von Online-Medien. Diese Online-Medien haben noch nicht das perfekte Geschäftsmodell gefunden, respektive die müssen sich noch aufbauen dass Menschen realisieren, dass auch digitaler Journalismus etwas kostet und dass man da auch etwas dafür zahlen muss. Und in dieser Zeit, in dieser Übergangszeit, ist es wichtig, dass auch Online-Medien unterstützt werden. Okay. Auf der anderen Seite Stefan Milius, Chefredaktor der Ostschweiz, einer Ostschweizer Online-Zeitung. Er ist dagegen weil Medien grundsätzlich nicht staatlich gefördert werden sollen, um eben unabhängig zu bleiben vom Staat. Das ist einfach nicht möglich. Sobald Staatsgelder fließen, gibt es eine Nähe zwischen Medien und Staat, die ungesund ist. Voraussetzungen für Fördergelder wären unter anderem ein Mindestumsatz aus Publikumseinnahmen, zum Beispiel aus Abonnements. Gratis Online-Medien würden keine Unterstützung erhalten. Das Angebot muss sich vorwiegend an ein Schweizer Publikum richten. Der redaktionelle Teil muss klar von der Werbung getrennt sein und hauptsächlich politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Informationen enthalten. Ja. Beide Redaktionen würden künftig Geld erhalten. Züri lebt heute von Werbung, freiwilligen Beiträgen und Veranstaltungssponsoring. Der Chef sagt, Bundesgeld würde nicht abhängig machen, da Züri nur Lokalberichte wäre aber dringend nötig weil es ultra knapp ist. Und bei uns ist zum Beispiel ein Teil des Geschäftsmodells sind wahnsinnig schlechte Löhne und das ist nicht nachhaltig. Also wir müssen da aufbau etwas aufbauen können und uns auf stabile Beine stellen können, damit wir demokratierelevanten Journalismus machen können. Chefredaktor Milius hingegen findet, Online-Medien müssten sich selber behaupten. Sein Medium lebe mit Hilfe von Werbung und einem Gönnerclub. Es sei nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen. Doch könnten diese Förderung kaum zurückweisen, weil wir dann einfach einen Wettbewerbsnachteil hätten zu den anderen Medien, die sie annehmen. Aber wir würden uns sehr gut überlegen, was wir mit diesem Geld machen und ganz bestimmt würden wir uns nicht in Geiselhaft vom Staat nehmen lassen. Beide Redaktionen wollen Medienvielfalt, doch über deren Finanzierung sind sie sich nicht einig. Der Beitrag zeigt auch, Journalismus mit Haltung ist ein neues Geschäftsmodell. Man könnte eben auch sagen, die Bewirtschaftung von Babels ist ein Geschäftsmodell. Nochmals, Herr Bult, Fördert dieses Medienpaket oder genau diese Subventionierung nicht die Polarisierung? Journalismus mit Haltung ist seit dem 19. Jahrhundert ein Geschäftsmodell. Wenn ich an die älteste Zeitung der Schweiz, die NZZ, denke, hatte die immer eine Haltung. Auch eine noble Haltung, würde ich jetzt sagen, die sie immer gehabt hat, war immer ein Geschäftsmodell. Das ändert sich nicht fundamental mit diesem Mediengesetz. Dieses Mediengesetz sorgt einfach dafür, dass lokaler, regionaler Journalismus im Print und online eine ökonomische Zukunft hat in unserem föderalistischen und vielsprachigen Land. Darum geht es und nicht darum, sozusagen die Ausrichtung der Medien zu verändern. Das das belässt nämlich dieses Gesetz genauso, wie es ist. Die entwickeln sich halt so, wie unsere Gesellschaft entwickelt. Und was wir gesehen haben, sind zwei Startups. Müsste eigentlich ja nicht falsch sein, wenn man Startups ein bisschen Sauerstoff unter die Flügel gibt, damit die zum Fliegen kommen. Ja, normalerweise finanzieren sich Startups nicht via Staat. Normalerweise finanzieren sich Startups via. Investorinnen und Investoren, die einen Glauben haben an eine Idee, an ein Geschäftsmodell, an die Zukunft. Und wir haben vorhin eigentlich schon das Langen und Breiten darüber gesprochen, dass eben die Presselandschaft nicht mehr so ist wie. 1849, und Pult hat mir diese äh, Jahreszahl in Erinnerung gerufen, seit es eben die indirekte Presseförderung gibt, sondern dass die Leute sich mehr und mehr eben online informieren, auch in den, in den Bündner-Bergtälern, wie wir gelernt haben. Also das bedeutet doch, dass wir mit der Aufstockung auch der indirekten Presseförderung, mit der Frühzustellung der Zeitung schon einmal eigentlich in veraltete Geschäftsmodelle investieren. Und jetzt quasi kommt als Kompensation sagen wir okay die neue Welt die neue Medienwelt sind die Online-Medien sind solche Portale und da behilft man sich jetzt mit Kriterien die absolut nicht falsch sind äh, im Sinne von eben dass das Impressum leicht auffindbar ist dass man Werbung klar unterscheiden muss von der redaktionellen Beiträgen aber indem man wirklich auch wieder und Sie haben das richtig an, äh, richtig erwähnt dass wir eine in bewirtschaftung von bubbles eigentlich hineingeraten respektive anreize schaffen dass überhaupt solche portale erst entstehen die dann unter diesen kriterien auch entsprechende subventionen erhalten die sie nämlich sonst wenn sie quasi ein, ein innovatives geschäftsmodell entweder an die kundschaft oder an investorinnen und investoren tragen müssten vielleicht gar nicht entsprechend entstehen würden. also es gibt auch das Potenzial von Marktverzerrungen. Und nicht zuletzt ist ja auch die Wettbewerbskommission extrem skeptisch. Also die Wettbewerbskommission hat sich zum Medienpaket sehr skeptisch geäußert. Nicht zuletzt wegen der Verfassungsmäßigkeit, die eigentlich sagt, Radio und Television ist äh, direkt förderungswürdig oder darf der Bund fördern, aber nicht Online-Portale. Also das ist quasi in, in, diesem, in dieser Verfassungsgrundlage nicht. Da. Die Wettbewerbskommission fürchtet deshalb auch Wettbewerbsverzerrungen. Und wir haben mit der SRG, haben wir auch ein gebührenfinanziertes Fernsehen und Radio, äh, das mit einem eigenen Gesetz, auf einer eigenen Gesetzesbasis steht und für das alle ihre entsprechenden Abgaben bezahlen. Mit dem Gebührensplitting wird der für die privaten elektronischen Medien auch etwas größer. Das war im Parlament soweit auch unbestritten. Schon damals die Einführung, ähm, gab viel zu reden. Ich war damals auch schon im Parlament. Aber jetzt einfach noch diese, ähm, dieses Manna zu den neuen Online-Portalen. Also damit habe ich nicht nur Mühe, sondern deshalb lehne ich dieses Gesetz auch ab am 13. Februar. Ich, mir, mir ist es wichtig, ich glaube, wir sind jetzt hier beim zentralen Punkt, wo wir uns einfach nicht einig sind, was ja auch gut ist in einer Demokratie, dass man sich nicht einig sind. Christa, du argumentierst aus meiner Sicht marktwirtschaftlich richtig. Das Problem ist einfach, dass das Gut, über das wir sprechen, der Journalismus, etwas ist, das im Moment rein am Markt sich nicht finanzieren lassen kann, in einem kleinen, mehrsprachigen Land wie der Schweiz. Journalismus ist nicht rentabel, vor allem nicht Lokal- und Regionaljournalismus. Warum? Weil das traditionelle Geschäftsmodell über Werbung eigentlich vorbei ist es lebt noch in einem ganz kleinen ausmaß es wird immer es stirbt eigentlich auf raten. in zehn jahren wird dieses geschäftsmodell ganz vorbei sein und die folge wenn wir jetzt eben nicht eine alternative mitfinanzierung entwickeln die, wie dieses gesetz das vorsieht ist dass einfach noch mehr zeitungen sterben noch mehr regionen unseres landes werden keine gute journalistische information mehr haben darüber was vor ort geschieht. Wir werden keine Probleme haben, in zehn Jahren uns zu informieren, was in der Welt passiert. Über die Welt wird im Internet, können wir sehr gute Informationen bei den internationalen Medien, bei den globalen Newsportalen abholen, aber darüber, was im Tal passiert, in der Stadt passiert, in der Gemeinde passiert, in kleineren Kantonen passiert, das wird sich nicht mehr finanzieren lassen über Werbung und deshalb braucht es, weil es eben eine demokratierelevante Sache ist, braucht es eine Unterstützung. Dieses Paket ist mal ein erster Schritt, ein Versuch mal Dinge auch auszuprobieren, auf sieben Jahre befristet. Ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg. Wenn wir in fünf Jahren sehen, nein, es ist nicht der richtige Weg, wir müssen das etwas klüger, noch besser machen, umso besser. Aber nichts zu tun, ist aus meiner Sicht ein Fehler, weil eben gute Information und Journalismus vor Ort demokratierelevant ist, gerade in einem föderalen Staat wie der Schweiz. Gute Information ist demokratierelevant, da haben wir keine Differenz. Aber interessant ist beispielsweise auch die Betrachtungsweise nicht nur der Werbeeinnahmen, man argumentiert sehr stark mit den Werbeeinbrüchen, vor allem bei den Printmedien. Aber interessant ist zum Beispiel auch die Tatsache, dass über die letzten zehn Jahre die Anzahl Beschäftigte im Journalismus ziemlich stabil geblieben ist. Und zwar zwischen 1990 und 2010 massiv gestiegen und seither relativ konstant stabil. Das heißt, es gibt auch ein. ein gewisse Klischees in der Gesellschaft, dass es immer wie weniger Journalisten, immer wie mehr PR-Berater gibt, aber diese sind auch mehr oder weniger stabile über, äh, über die ganzen letzten Jahre hinweg. Und das macht äh, diese Betrachtungsweise, auch, auch wenn man schaut, wie zum Beispiel der Bund informiert im Abstimmungsbüchlein und sagt, 70 Zeitungstitel sind verschwunden. Aber dann, das stimmt aber. Ja, aber dann rechnet der Blick am Abend dazu. Und dann kommt, zuerst kommt irgendwie heute und das verschwindet dann vom Markt. Und dann heißt das Teil Blick am Abend und das verschwindet. Und der Bund rechnet zwei Zeitungen, die verschwunden sind. Also diese Rechnung geht einfach so nicht auf. Und von daher muss man schon einmal, ich finde auch eine fakten- und datenbasierte äh, Diskussion führen, wie wir die zu zukünftige Medienpolitik ausgestalten wollen. Weil die, die Branche ist im Umbruch und wir brauchen äh, gute qualitätsorientierte medien aber nicht indem wir sie jetzt in, in diesem sinne subventionieren einerseits eben aufstockung in alte strukturen frühzustellung und andererseits direkte presseförderung aber, in online portale die die bubbles fördern. aber ich meine ein bisschen können wir ja auch denjenigen trauen, die das jeden Tag machen. Und ich spreche nicht von den großen Medienhäusern, da ist auch unter den Redaktorinnen und Redaktoren ist die Sache sehr umstritten. Aber bei den kleineren regionalen und lokalen Zeitungen, die wissen ganz genau, dass wenn es dieses Paket oder etwas Ähnliches nicht gibt in nützlicher Frist, dass einfach diese Zeitungen wirklich Schwierigkeiten haben werden zu überleben. Und das, was mir große Sorgen macht, ist, wenn mal so eine Regionalzeitung weg ist, in einem Einzugsgebiet mit wenigen Menschen, dann ist sie weg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in nützlicher Fest ein Geschäftsmodell entwickelt, wie man wiederum Journalismus betreiben kann und das auch noch aufgeht, ohne Unterstützung, ist sehr, sehr klein. Das zeigt uns die ganze wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema. Also, äh, unsere Kommission hat das Gesetz übrigens nicht einfach ohne Faktenbasis diskutiert. Wir haben übrigens auch die Verfassungsmäßigkeit von vier Professoren abklären lassen. Also, wir haben das sehr, sehr vertieft und sorgfältig angeschaut. Und Tatsache ist einfach, wenn wir jetzt nicht handeln, und weitere Jahre einfach die Situation vom Markt so sich entwickeln lassen, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, werden weitere Zeitungen und Titel in diesem Land sterben und die Demokratie und die Information gerade für das Lokale und das Regionale wird weiter geschwächt und das ist, glaube ich, eine Schwäche für unsere ganze Demokratie. Wir haben doch in dieser Krise gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen seriös, glaubwürdig, eben journalistisch sich informieren können und nicht ausschließlich vom vom chaotischen Rauschen innerhalb des Internets und der sozialen Medien. Ich habe in dieser Krise gesehen, wie, wie, wie sehr wir eigentlich an Vertrauen verloren haben. Genau in dieser Zeit. Es ist nicht mehr so, dass man einfach Journalist sein kann und eine Zeitung und, oder ein Online-Portal betreiben und man hat die Glaubwürdigkeit. Sie arbeiten unter anderem in, in der Kommunikation, kann man so sagen, digital. Also ich mache Kommunikationsberatung, das ist kanalunabhängig. Nicht? Kanalunabhängig. Aber ist nicht das auch ein Beweis, dass die Kommunikation quasi den Journalismus am Ablösen ist? Ich hoffe nicht, ich hoffe schwer nicht. Ähm, mein Beruf, ich mache strategische Kommunikationsberatung, die brauchte es schon vor 50 Jahren. Wahrscheinlich wird es diese ein paar Leute, die das machen, auch noch in 50 Jahren brauchen. Aber es ist sicherlich für die Gesellschaft insgesamt viel weniger wichtig was ich beruflich mache, als was Sie beruflich machen. Und wenn es nicht mehr genügend Medienhäuser gibt, Zeitungen, gerade auch in den Regionen, die journalistische Stellen anbieten, damit informiert werden kann über das lokale Geschehen, dann geht viel mehr verloren als ein Berufszweig. Ist auch schade für die Leute, aber es geht verloren eigentlich eine der Grundlagen unserer Demokratie. Und deshalb machen wir das ja. Wir sind uns ja bewusst, dass wenn man Förderungen macht, das nicht einfach ist, das auch nicht besonders populär ist und dass das auch nicht etwas ist, was ordnungspolitisch sozusagen das ist, was sich die meisten wünschen. Aber wir sind überzeugt davon, dass es notwendig ist, weil ein funktionierendes Mediensystem eigentlich eine Grundinfrastruktur einer Demokratie ist. Frau Markwalder, ich bin seit 25 Jahren in diesem Geschäft. Ich habe erlebt, dass viele Journalisten, gute Journalisten, gegangen sind. Sie sagen, es ist ungefähr gleich geblieben, aber wir haben auch Simon Jacobi im Beitrag gesehen, der gesagt hat, es, ist, es gibt keine Löhne, die, die zum Einsteigen verleiten. Also wer fähig ist, geht nicht in den Journalismus, der geht in die Diplomatie oder in die Bank. Aber es sind Erlebnisse, die schon, die schon einfach, es sind Zeiterscheinungen, die, die, die ich kenne. Es, ist, es gibt diese Erosion und, und äh, sie können sagen, es sind gleich viele, die Qualität ist vielleicht gestiegen. Äh, es sind immer noch gleich viele Journalisten, aber, aber es ist etwas am passieren. Das, das streiten sie nicht ab. Sicherlich streite ich das nicht ab. Und übrigens, Ihre Kolleginnen und Kollegen sind gar nicht so weit von Ihnen entfernt. Nämlich die meisten arbeiten jetzt in der Bundesverwaltung <laughs> mit, mit höheren Löhnen und vielleicht etwas geregelteren Arbeitszeiten, weil der Beruf des Journalisten oder der Journalistin ist logischerweise auch damit verbunden. Zum Beispiel, wenn ich gerade bei den Lokalfernsehen schaue, was die am Wochenende leisten, eine Person, die fünf Parlamentarier versuchen muss zu erreichen zu einem bestimmten Thema. Und dann in die verschiedenen Regionen. Und der Kanton Bern ist übrigens auch ziemlich groß, nicht nur genau ich weiß, Der zweitgrößte, vielleicht auch der zweitschönste Kanton. Und, und, und dann machen sie das quasi alles im Alleingang. Also sie bereiten quasi das Thema vor, sie telefonieren die Leute ab, sie fahren zu den Leuten nach Hause, um sie dort zu interviewen. Sie setzen sich dann an den Schnittplatz. Also das ist kein easy Job und das ist auch kein Job, bei dem man reich wird. Aber es ist sicherlich auch ein, eine faszinierende, Tätigkeit in dem Sinne, dass es für Journalistinnen und Journalisten natürlich oder Publizistik generell auch eine Art Berufung ist. Ich glaube, eben, wenn man die Eigenschaften mitbringt, wir haben sie beide zu Beginn oder einleitend etwas formuliert, mit dieser Neugierde, dann das ganze Handwerk, sei es im elektronischen Bereich, aber sei es eben auch das Schreibhandwerk mitbringt, dann denke ich, hat diese, dieser Beruf nach wie vor eine sehr hohe Faszination und Anziehungskraft, weil sonst könnten Sie gar keinen Nachwuchs rekrutieren. Und dieser Nachwuchs, der ist da. Also so viele wie von ihren Kollegen in der Bundesverwaltung, in den Ko Kommunikationsabteilungen, die stetig wachsen, das kann man auch äh, deutlich benennen, äh, mehr oder weniger verschwinden. So viele kommen aber auch neu wieder als junge Talente äh, in den Beruf äh, nach und haben sicherlich auch ihre entsprechenden Ansprüche. Und es ist schon klar, dass die Löhne in diesem Bereich natürlich unter Druck geraten, wenn sie je nachdem, eben, was für ein Geschäftsmodell dass sie verfolgen, aber es ist auch nicht so, dass jetzt der Lohn von Journalistinnen und Journalisten gerade in den, ähm, den größeren Häusern, da muss eben auch eine gewisse äh, Wettbewerbsfähigkeit vorhanden sein, sonst wandern ihnen wirklich alle ab in die Kommunikationsabteilungen von öffentlicher Hand oder privat. Ist, ist Journalismus für Sie ein Service public oder nicht? Doch, natürlich. Eben, Journalismus ist ein Service, der mithilft, Meinungsbildung zu machen, der mithilft, Fakten, auch unangenehme Fakten ans Licht zu befördern. Und das finde ich, ist der Service Public des Journalismus. Was ich nicht als Service Public empfinde, das habe ich auch eingangs gesagt, das ist das Herumlungern auf Social Media und dann aus jedem seichten <laughs> Tweet gleich eine Story zu machen, die sich dann mit guten Klicks quasi verbreiten lässt. Aber wenn es Service Public ist, ist es Ihnen auch 150 Millionen Franken wert? Also wir bezahlen zum Beispiel für die SRK 1,2 Milliarden und das bezahlen wir und ich habe mich seinerzeit auch gegen die No-Billag-Initiative gewährt, auch mit diesen Argumenten. Aber ich denke, jetzt, dieses Medienpaket ist wirklich, wahrlich keine Sternstunde der Gesetzgebung. Und deshalb darf man mal auch so ehrlich sein und sagen: Zurück an den Absender. Es ist strukturell falsch, dass man eigentlich in alte äh, Art und Weise der indirekten Presseförderung in die Zeitungsfrühzustellung äh, investiert, dieses aufstockt. Es ist falsch, dass man eine direkte Presseförderung für Online- Portale einführt, die eben das Risiko ähm, birgt, dass man vor allem Bubbles bewirtschaftet. Alles. Und wir haben äh, sicherlich Punkt Ausbildung etc., Punkt Grundinfrastruktur, da ist der Staat bereits enorm engagiert. Also, wenn man alles zusammenzählt, kommen wir eigentlich heute schon auf 400 Millionen Presseförderung, wenn Sie eben auch noch die Mehrwertsteuer, die ermäßigt wird, bei den Presseerzeugnissen hinzurechnen, plus was die Kantone, die Gemeinden, die Kulturförderung etc. in diesem Bereich investiert. Das ist also nicht so, also da, dass wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nichts zahlen. Wenn es Ihnen nicht ganz, was könnten Sie ja immer noch sagen? Es ist befristet, sieben Jahre. Und dann kommt etwas besseres. Man ja. muss vielleicht ich möchte einfach ich finde es wichtig, dass man präzise ist. Es ist nicht alles befristet. Die Dinge, die wir jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig diskutiert haben, also der Ausbau der Aus- und Weiterbildung für Journalistinnen und Journalisten ist unbestritten in der Wissenschaft und unbestritten in der Branche, das heißt absolut entscheidend ist, ist nicht befristet, das ist auch richtig so. Die potenzielle Erhöhung des Splittings für die privaten Radio- und Fernsehstationen ist nicht befristet. Die Unterstützung der Nachrichtenagenturen, also die Möglichkeit zur Unterstützung der Radio ist nicht befristet. Die Unterstützung von Branchenorganisationen wie der Presserat ist nicht befristet. Befristet sind die Erhöhungen im Bereich der indirekten Presseförderung, das, was Christa Marco Alder als Auslaufmodell bezeichnet. Das ist befristet. Bewusst, dass man nach ein paar Jahren schauen kann, ist es überhaupt noch angebracht, so viel in diesen Bereich zu geben. Und befristet ist das neue. System der Online-Förderung, das sich ans Alte der indirekten Förderung anlehnt, aber eben für die neue Welt ist. Weil das Dinge sind, wo es sich entwickelt, wo es richtig ist, dass der Gesetzgeber sich nach ein paar Jahren, nach einer Evaluation, sich mit der Frage auseinandersetzt, ist das jetzt noch richtig? Müssen wir daran etwas justieren? Deshalb haben wir das bewusst auf sieben Jahre befristet. Wenn wir nichts tun, können wir sicher sein, dass die nächsten sieben Jahre keine Unterstützung stattfinden wird für die regionale und lokale Presse. Das heißt, es wird eine weitere Ausdünnung der Mediensituation geben und dadurch auch eine Schwächung der Demokratie. Und deshalb bin ich wirklich fundamental nicht einverstanden, wenn Christa Marquardt sagt, sei keine Sternstunde der demokratischen Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist wirklich so... Der Gesetzgebung. Es ist also aus meiner Sicht ist es wirklich, so sollte Gesetzgebung passieren. Man versucht die Bedürfnisse sauber zu analysieren und man findet Kompromisse, die einerseits das heutige System stabilisieren, aber auch Perspektiven für die Zukunft geben. Das leistet dieses Paket pragmatisch in der kurzen Frist und stärkt unser Mediensystem, was wiederum absolut entscheidend ist, servicepublik ist und entscheidend ist für unsere Demokratie also wer jon Pult jetzt ganz gut zugehört hat hat gehört dass er gesagt hat nach sieben jahren braucht es eine justierung. Also das heißt eine evaluation, und eine, evaluation eine ja, und eine justierung. aber das heißt ja, konkret heißt das einfach dass eben selbst die neuen subventionen die laufen unbefristet auch wenn man jetzt mit dem argument kommt in sieben jahren schauen wir dann weiter ob sich da die online direkte Online-Presseförderung wirklich äh, entsprechend gelohnt hat. Das heißt dann und das ist etwas, was ich auch schon früher erwähnt habe: Wenn diese Online-Portale einmal von staatlicher Medienförderung abhängig sind, dann bringt man das nicht mehr weg. Das ist dann einfach diese, das sind dann Fakten, die geschaffen wurden. Und man gibt dann vielleicht etwas weniger da oder ändert etwas an diesem Kriterium, aber wenn einmal die direkte Online-Medienförderung eingeführt ist, wird sie perpetuiert werden. Aber, aber Und dafür Tester, bin ich jetzt einfach zu lange in der Politik, dass ja, ja. ich mich eines Besseren belehren lassen nein, nein, müsste, dass das nicht abgeschafft wird. Ich will dich diesbezüglich würde. nicht eines Besseren belehren. Ich möchte einfach fragen: Was ist aus deiner Sicht die Alternative, um Medien, lokale, regionale, kleine Medien in der Zukunft zu finanzieren in einer Welt, wo die Werbefinanzierung tot ist? Das ist die Fakten. Und wenn, wir, wenn, wenn du darauf keine Antwort hast. Die bessere ist als dieses Medienpaket, dann nimmst du in Kauf, ich werfe dir nicht vor, dass du das willst, aber du nimmst in Kauf, dass wir eine Ausdünnung der Information und dadurch auch der demokratischen Basis in unseren Regionen haben werden. Und darauf müssten eben die Gegnerinnen und Gegner eine saubere Antwort haben, und ich habe sie bis jetzt noch nie gehört. Ich möchte nochmals als Außenpolitikerin Sie ansprechen. Sie kennen ja nicht nur Staaten, die Medien kontrollieren, Sie kennen auch Staaten, wo die Medien quasi außer Kontrolle geraten sind. Wir können Amerika benennen, auch Italien, wo wirklich ähm, mit, ganz anderen, ähm, mit ganz anderen Grundsätzen eigentlich Medien betrieben werden, wo das nicht mehr so äh, anständig zu uns und auch nicht mehr so qualitativ, wie wir es gerne hätten, droht das der Schweiz nicht, wenn wir dieses Medienpaket jetzt nicht annehmen. Nein, das droht der Schweiz nicht, weil da, dafür ist unsere Medienlandschaft viel zu resilient. Und es ist so, diese Entwicklung der regionalen Medien, dass die damit Mühe haben, das habe ich auch erlebt. Ich komme aus der Stadt Burgdorf, wo es die älteste Zeitung im ganzen Kanton Bern, den Berner Volksfreund gab. Das war dann lange Zeit. Das Burgdorfer Tagblatt hat aus der 15000 einwohner Stadt jeden Tag Scoops gebracht, was in der lokalen Bevölkerung jetzt Gerade abläuft, war in jedem Haushalt Pflichtlektüre, das war abonniert. Und sie haben sich dann von der Tageszeitung verabschieden müssen, aus wirtschaftlichen Gründen, auf eine dreimalige Ausgabe pro Woche, damit an Aktualität eingebüßt und schließlich ganz verschwunden. Und jetzt, wir haben eben eine andere Art von äh, Presse, das, die sicherlich nicht mehr so affin ist mit der Politik in der Breite, aber auch von Gemeindeversammlungen berichtet, auch vom Vereinsleben berichtet. Äh, mit, sich mit Werbung finanziert, gratis finanziert. Also es heißt nicht, dass eben dieser Prozess jetzt gerade an der Schwelle steht und dann alle äh, verschwinden, sondern oft ist diese Entwicklung schon passiert und dann hat man vielleicht wir haben auch lokale Rettungsversuche damals äh, gestartet, die dann nicht in dem Sinne gefruchtet haben, wie man sich das vorgestellt hat und natürlich äh, ich bedauere das auch, dass wir nicht mehr diese quasi lokale Tageszeitung haben, wo wir das alles drin lesen können. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch realisieren, es gibt eben völlig andere Möglichkeiten auch zur Informationsverbreitung und auch das, das Konsumverhalten von Informationen heute. Aber jetzt sind wir von der... Ja, italienischen und amerikanischen Presse, nach Sie, sa sie sagen, es ist resilient im Burgdorf. Ja, also ich sage einfach, es gibt dann einfach wieder neue Entwicklungen in der Schweiz. Ihre Antwort und dann noch eine ganz kurze Replik und dann machen wir die Schlusskurve. Die Schweizer Medienlandschaft wird als resilient beschrieben, die übersteht auch diese Krise, ohne dass sie ver verroht. Ich glaube, wenn wir die Schweizer Medien nicht unterstützen, gerade die lokalen und Regionalmedien, dann wird sie einfach massiv ausgedünnt und es wird viel weniger Informationen geben. Das führt zu einer schlechteren lokalen und regionalen Demokratie. Es gibt eine ganz wichtige Studie vom amerikanischen Historiker Timothy Snyder, der aufgezeigt hat in dieser Studie, dass der Niedergang des amerikanischen... Lokaljournalismus, es gibt fast nirgends in Amerika mehr Lokaljournalismus, das stehen wir im Moment viel besser, da wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Menschen sich nur noch informiert haben auf Kanälen wie Fox News und dann später noch viel stärker in diesen Bubbles im Internet, dass das ein, mit ein Grund gewesen ist für diese unglaubliche Verrohung der demokratischen Kultur in den Vereinigten Staaten. Es ist nicht der einzige Grund, das ist mir klar, aber dass das auch einen kausalen Zusammenhang hat. Und deshalb glaube ich wirklich, ist Lokaljournalismus. Gute Information vor Ort, die beschreibt, was die Menschen vor Ort bewegt, ist eigentlich eine der Grundlagen einer stabilen Demokratie. Umso mehr in einem viersprachigen und föderalistischen Land wie der Schweiz. Und ich glaube, mit diesem Medienpaket können wir dieses System schützen und dem System auch ein bisschen Perspektiven geben. Wenn wir da nicht zustimmen, ist das Risiko einfach sehr groß, dass wir eines Tages aufwachen in einer stark ausgedünnten und geschwächten Medienlandschaft. Schweiz, und das möchte ich nicht. Deshalb kämpfe ich für dieses Paket. Können wir das so stehen lassen? Nein, ich bitte doch die Stimmbevölkerung, am 13. Februar nein zu und dieses Paket an den Absender zurückzusenden. Das war's. <laughs> das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Christoph Markwalder, bei Ihnen, John Pult. Merci. Und bei Ihnen fürs Zuschauen in aller Welt. Wir werden anschließend die besten Augenblicke dieser Sendung hier online stellen. <laughs> Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Okay,